Diese 12 Wochen waren ein absoluter Game Changer. Ich hätte nie damit gerechnet, dass meine Aufgabe Mut ist und dass dieser Mut in mir ist, dass ich ein Manifestor bin. Und ich bin wirklich ganz, ganz tief bei mir selbst angekommen. Ich habe vorher schon viel gemacht und habe schon gedacht, du bist schon gut bei dir. Aber das ging noch so, so viel tiefer. Und das wäre auch ohne dich nicht möglich gewesen. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Es schafft nicht jeder, die Menschen, denen wirklich so den Raum zu halten und die so zu bestärken und zu ermutigen, da wirklich tief hinzuschauen. Eine wunderbare Zeit, eine sehr, sehr tiefgreifende Zeit, Deep Dive, zwischen Räumen, die sich eröffnet haben, zwischen Momenten, Kopf, Verstand weggesprengt, und irgendwie hat sich das doch im Körpersystem ausgebreitet. Also ich fühle die Veränderung meiner Energie, das tiefe Verständnis und das Annehmen und Erlauben mir gegenüber, das hat sich riesig, riesig verändert. Also es ist so eine Ruhe und eine Sicherheit, die immer mehr einkehrt. Und ich spüre das in der Familie, die große Akzeptanz, was da nochmals passiert, so nahe begleitet, so achtsam, so wertschätzend, so alles eben Räume öffnend, genau so wie ich bin. Das habe ich so noch nicht gerade erlebt. Und das ist eine ganz, ganz spezielle Gabe, eine Essenz von dir, Steffi, die ich wahnsinnig schätze und die ich großartig finde. Also für mich hat sie auch extrem viel verändert in die letzten Wochen. 5 Tage Human Design und dann das Signature Herz, also es war mega. Vielen tausend Dank. Ja, Steffi, also, es ist der Hammer, was eben mit den 5 Tagen Human Design angefangen und jetzt mit Signature weitergemacht. Und was ich so schön finde, jetzt habe ich keine Ausrede mehr, dass ich mich anjage. Du hast es so super erklärt, auch in den Videos immer, und so neutral, so wirklich wertfrei und wertschätzend, wie du mit Menschen umgehst, ist voll schön. Und dass es jetzt die ganze Familie so mit reinzieht, damit habe ich gar nicht gerechnet. mein Mann und ich haben schon viele Ausbildungen und Begleitungen und so gehabt, und er hat echt immer gesagt, na, das ist echt anders. Das holt mich echt ganz anders aus, also mal kein Schema F, nachdem du arbeiten musst, oder dieser 10-Schritte-Plan, das ist vor allem für meinen Mann der komplette Horror. Nein, ich kann da so sein, wie ich bin, und das ist voll cool, und da eben die Potenziale ausleben und nach außen tragen. Und das ist einfach so schön, und das entdecke ich für mich auch immer wieder ganz neu. Ich lerne mich gerade ganz neu kennen, muss ich wirklich sagen, weil ich meine Potenziale nicht sehe, teilweise. Ich sehe dich. Und ich sehe dein Herz und sehe deine Energie, und du bist gerade erst am Anfang. Mhm. Und das wird riesengroß, weil du hast das Potenzial, die Welt zu verändern.